Ja! Fährst du zuerst rein? Fahr mal. Bremsen! So. Sieht gut aus. Oder soll ich fahren? Ich fahr Wartung, mal. Wir warten. Ja, wir warten. Wir warten den LKW. So, und dann setzen wir uns mal einen neuen Punkt. Unos puntos grandes. So. Das war mir so klar, da komme ich wieder nicht rum. Wie heißt denn die Stelle, wo der Carsten hin muss? Stadt. Ah, hier nach. Die einzige, wo wir noch nicht waren. Okay. Ich habe mal zur Sicherheit eine Route gesetzt, falls wir uns verlieren sollten. Das. Nach Renner-Logistik oder nach Lorenzen? Ja, was habe ich geladen? Euro-Goodies. Euro-Goodies hat er geladen. Ja, das gibt's ja aber nicht. Hi, hier gibt's Carsten. Das Fischsymbol. Ist hi, egal, Carsten. Einfach mitten in der Stadt. Ach da. Hallo Carsten, na, wie geht's dir? Ja. Sind denn alle da? Ja, also ich hab einen Punkt gesetzt und hab je. Wollen wir speichern? Oder so? Bevor wir jetzt gespeichert. Bevor jetzt aufbrechen. Gut. Speichern klingt doch gut, ne? Andi? Ja, doch, bin ich dabei. Andi, speicherst du mit? Boah, das ist cool. So. Let's speicher together. So, das war's mit dem Let's speicher together. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr wollt, seid ihr beim nächsten Mal. Folge natürlich noch weiter. Also, ich habe halbe Stunde Folge. Geht das Let's speicher together ein bisschen länger. So, ich lasse euch einfach einmal raus. Wer fährt denn jetzt vor? Du kannst gerne den Pass hinterher. Du stehst ganz vorne. Ich habe mir zwar auch einen Punkt gesetzt, aber, ne? Ich mich mal da rein. Ja, ich bin ganz letzter, ich muss hinten bleiben. Ich bin das Letzte. Ja, das ist nichts Neues. Ja, ne? Müsste man jetzt sagen, wenn man böse wäre, aber da ich das natürlich nicht bin, Ich find's phänomenal, wie langsam der Blinker von dem Josh ist. Tack. Immer inhalt, ne? Tack. Es gibt manche Sachen, die gehen einfach nicht so schnell, wenn man älter wird. Ja. Wenn das noch ein Euro 5er ist, ja wahrscheinlich, dann... Ist ein bisschen älter hier, ne? Ist schon recht. Ja, damals, als mein Blinker noch schnell ging. Oh, da ging aber die Party richtig ab, das weiß ich noch. Im Kreisverkehr direkt die erste wieder raus. Okay. Okay. Wollen wir mal die Stelle nutzen mit, es geht die Sonne unter. Party hard. Wir müssen langsam das Licht einschalten. Ja, das Licht anhabt, das ist blendet etwas inmitten des Führerstandes. Es wird des Nachts. Jo mei, so da vorne sehen wir ein schönes Schild, das blau und grün ist. Ja, und zweifarbig, das ist ja auch ganz innovativ, das hat man sonst nirgendwo. Ich werd geblendet. Machen wir mal Statusmeldungen. Also, bei mir ist alles Roger. Ja, geradeaus, ne? Aber ihr habt ja alle. Oh, Landstraße, wir fahren Landstraße, finde ich gut. Das denn, Andi, ist denn bei euch auch alles, Roger? Wir wollen euch ja auch sprechen hören. Ach so, willst du auch sprechen hören? Ja, wir wollen ja jetzt nicht hier die ganze Zeit allein Unterhalter machen. Ihr hört ja mit so Let's Play hier. Ach so, ja. Also, da wollen wir ja, dass ihr ich auch. Ich hab grad nur ein Nickerchen gemacht. Hast du ein Nickerchen gemacht? Und der Andi? Der macht noch eins. Der macht noch eins. Warte. Der Andi schläft. Der Andi ist so gut, ja. Der schläft, während er fährt. Also die Ecke hier, die und kommt trotzdem sicher ans Ziel. Das schätze ich. Ich schätze mal, dass das klappt. Das ist eine Kunst. Das können nicht viele. Das gibt der Andi seit Generationen. Also sein Vater hat ihm das an, also er hat es von seinem Vater und sein Vater hat es wieder von seinem Vater davor und der Vater von dem Vater davor. Das sind schon Generationen in Andis Familie, dass die schlafen können, während die Auto fahren. Und trotzdem sicher ans Ziel kommen. Ich schlafe mit offenen Augen und fahre mit geschlossenen. Nee, warte mal. Mein Schild. Der kommt aber hin. Falsch, oder? Du denn nicht? Wieso? Du fährst mit geschlossenen und du schläfst mit offenen. Ist doch richtig. Cool. Oh, cool. Satz hingekriegt, Wahnsinn. Alter, sonst, Das steigt auch mäßig rot im Kalender an, wenn ich mal einen Satz hinbekomme. Das wollte ich ja gerade noch machen. Ne? Ja, Hier wird's eng. Hier wird's eng. Vorsicht, da wird's eng. Na, wie spät haben wir es denn eigentlich? Na, wir haben es doch erst halb elf.
Ja. Ja, das ist noch nix. Also, haben wir ja, das ist echt noch nix. War. Ja, für 5 Uhr, wo wir das letzte Mal, das war schon cool. Nee, 10:30 im Real Life meine ich. Ja, ja, aber wir hatten auch schon mal 5 Uhr beim letzten Dreh, glaube ich. Wir hatten wir schon mal 5 Uhr? Ja. Kann also, ja gar nicht sein. Doch, um 8 Uhr musste ich wieder aufstehen, das war sehr lustig. 5 Uhr kann ja gar nicht sein. Ich habe hier den Speicherstand gehabt, 5 Uhr noch was. Oh, enge Kurve. Oh, schön hier. So aufpassen, dass ich meine Premium-Edition. Oh, ist das schön hier. Ach, Andi, sonst kannst du es reparieren lassen. Das muss aber nett sein. Oh, die Fjorde. Oh, ist das schön. Und die Häuser. Die Küste. Die Fjorde. Die Hackstellen mit so, Ort, wir müssen gleich rechts abbiegen. Dauert noch einen Moment. Vergesst aber nicht, den Arm rauszuhalten. Mach ich wow. Ja gut, das klappt bei dir ein bisschen besser als bei mir hier. Ja, meiner schreit nach Power, deswegen... Aber bitte nur der Arm, Carsten, nichts anderes. Schrei! Entschuldigung! Aber ich hab dich nicht berührt, oder? Nee, ich bin nur stehen geblieben. Ja, muss ja eben bei dieser engen Auffahrt. Also wirklich stehen bleiben geht da mal gar nicht, also es ist so voll 2010. Ja, an Ampeln bleibt man ja auch nicht mehr stehen. Nee. Stoppschilder. Nee, macht man auch nicht. Also nicht, wenn man mit uns neumodischen Style vereinbar. Ja. Vereinbar. Braucht man auch gar nicht. Nee, wieso stehen bleiben? Ist doch voll altmodisch. Ja. Finde ich einfach nicht korrekt. Vor allem, nee, das ist... Vor allem, das diskriminiert ja einen. Bloß weil er rot ist, diskriminiert das ja quasi mich gegenüber den anderen. Und das, muss ich sagen, das finde ich so in dieser Form einfach nicht akzeptabel in der heutigen Gesellschaft. Das ja, geht das schränkt nicht. Ja auch meine Bewegungsfreiheit ein. Eben, und Reisefreiheit und alles ja. Mögliche, was ja. Sonst so gibt. Und Beinfreiheit, ja, ja. Habe ich eigentlich Sicht dann? Ich glaube schon. Sieht zumindest so aus, ja. Blendet dich das irgendwie? Nein. Schade. Mach's Fernlicht an, Andi, dann blendet's. Nee, das war's Fernlicht. Oh, das war's Fernlicht, stimmt. Komisch, ich dachte, das würde ihn jetzt irgendwie aus der Fassung bringen, aber scheinbar nicht. Ich bin total ruhig heute. Also Andi sieht halt nicht so blendend aus. Oh. Boah, heute fliegen mal, die Flachwitze aber tief. Andi, doch. Ich mach mal mein Bremslicht an und guck mal, ob das blendet. Ich fand den gut. Hier ist ein Einkaufscenter. Ja, Andi macht einen Schlenkchen nach links. Mädchen. Das war künstlich. Tihihi. Wie eine Playmobil-Fee. Was denn? Jesus bei South Park lacht auch so. Ja, meine Tochter hat so ein total geiles Playmobil-Spiel. Ach, können die heutzutage sprechen, die Dinger? Nein, eine App auf dem... Also meins hat noch nie gesprochen. Ich dachte gerade, weil damals, als ich noch Kind war, da konnte Lego und Playmobil noch nicht sprechen. Nee, da konnten die nur tatü tatü machen. Ja, also das war alles, wenn das ja. Denn noch ging da. Nee, also, gibt ja jetzt alles, ne? Gibt ja Lego-Spiele, also Apps und Playmobil und alles. Ja, heutzutage und da gibt es so ein Feenspiel, da kann man sich aus 4 Feen was aussuchen und die haben alle eine andere Lache. Die eine das ist männlich. Echt? Das wünsche ich mir zu meinem 19. Boah, geil, da kannst du ja Menschenteile verwursten, ist ja der Hammer, Alter. Macht richtig Spaß. Wie bei The Forest. Wie bei The Forest. Boah, Andi haben uns, Andi und ich, wir haben uns schon mal mit Armen von toten Kannibalen gekloppt. Das ist ziemlich, an Beine. Ja, oder Beine. Ich ja, warte darauf, dass ich das dich mal mit dem Kopf schlage. Nee, übrigens nicht dritte fahren Beine. Wir gerade über ein neues Gebiet hier. Die Kannibalen noch. Haben keine dritten Beine, Josh. Sind wir für ein neues Gebiet? Ja, hier waren wir noch nie. Ah, okay. Ich habe es gedacht wegen... Die Straßen vor uns sind grau und werden gelb. Oh, ist das nicht herrlich? Ist das nicht niedlich? Süß, ne? Ich werde abgedrängt. Ja, slightly. Aber der Andi wollte sich gerade noch... Ja! 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 Scheiße! Oh, oh Manu! Ich hab's nicht gesehen. Oh. Ja, also, Leute! Ja passiv, exklusiv auf ach, meinem... Exklusiv auf meinem Channel seht ihr, wie Josh und Andi beide kentern. Ich bin leider nochmal hinten drauf geheizt, das wollte also ich gar nicht. Also ich wurde gekentert, also ich war da nicht aktiv drauf, ich distanziere mich hiermit von jeglicher Zusammengehörigkeit zu diesem Unfall und jeglicher Schuldübernahme. Hm? Carsten Schleppchen, Carsten, hallo! Könnten wir mal... Dachte, du bist umgekippt. Nein, nee, zum Glück nicht. Oh, schade. Ich hätte ihn gerne oder jeden Punkt angerechnet.
Carsten, müssen wir raus? Oder müssen wir raus? Nein, wir müssen geradeaus. Sobald der Carsten abliefert, gehe ich in die Werkstatt. Ich habe schon wieder einen Schaden. Also noch schlimmer ja. als den Let's Player-Schaden eh schon. Hast du doch schon immer, oder? Ja, den Let's Player-Schaden, aber jetzt habe ich noch einen LKW-Schaden. Oha, damit. Der Josh, der hat meine Yacht zu Kleinholz gemacht. Der hat die Yacht verbeult. Ja, ist jetzt nur noch ein Ruderboot. Die sehe ich eh nicht von dem her, das ist so klein schon, oder? Das ja. klingt ironisch, ja, aber ja. es gibt Ach, eine Yachtmarke oder eine Yachtart, die heißt ja. Titanic. Wenn du dir den Boden aufreißt von dieser Yacht, hast du noch einen Zwischenboden, damit du noch in den nächsten, in den nächsten Hafen reinkommst. Ich fahre voraus. Dein Rückspiegel, siehst du das? Ich sehe etwas Pinkes, ja. Ich war damals mal auf der Boot. Auf der Bootmesse und da haben die das erklärt. Das strahlt Freude aus. Ja, strahlt Freude aus. Eigentlich ist Pink voll die positive Farbe. Also ich meine, es gibt sogar wirklich eine Gefängniszelle für die ganz Schlimmen. Ja, die stimmt. ist in Pink gestrichen, weil Pink beruhigt. Deshalb, die wirklich aggressiv sind, wenn du in eine pinke Zelle gesperrt wirst, das beruhigt. Und es ist nicht mal ein Witz, ich wünsche es wäre einer. Was, ein Blitz? Witz. Ein Witz. Ach, ein Witz? Das ist das, wo man lacht, aber wenn ich nicht oder immer. Jemand anders den reiße, dann meistens nicht. Ich glaube, wir müssen vorne nach rechts. Oh, da sehe ich das richtig. Sag mal, Josh, kennst du das mit Abi-Zeitung solche Artikel über jede Person, die da drin stehen? Also ich habe meine nie bekommen, das war das Lustige. Ja, weil ich bei mir steht drin Verbreitung von Flachwitzen, also. Ja gut, ich stehe in der Liste ganz oben, das Lustige, die haben so ein Rating gemacht. Ja, wir haben so ein Rating gemacht und da ging es halt drum, wer lebt später unter der Brücke, wer wird Millionär und so weiter. Und ich werde Millionär anscheinend mit Gunther ja auch. Genau, ich werde anscheinend als erstes Papa. Das finde ich lustig. Cool. Da stehe ich bei ganz vielen ganz oben auf der Liste. Das sagt was über die Persönlichkeit aus, Josh. Wie kommt das? Ich weiß es nicht, vielleicht zu blöd zum... Keine Ahnung. das hat nicht passiert. Ja, vielleicht denken die auch, du vergisst immer die Gummis oder so. Genau, die verbrauche ich ja schon mit euch, so fürs Türgummi und so. Das ja. ist, das klebt am Ende der Aufnahme. Wollen wir uns bei der Werkstatt treffen? Wir sind ja alle ein bisschen angeschlagen, ne? Und der Carsten liefert jetzt gerade ab. Ich fahre jetzt mit meinem Carsten hinterher. Ich fahre die Werkstatt. Also, ich fahre Werkstatt. Ich habe die Werkstatt schon markiert, du kannst mich folgen, Josh. Ja, okay, finde ich gut. Well, das wird lustig. Das sah lustig aus. Entschuldigung! Das sah lustig aus. Also, ne, lass uns mal fahren. Wie soll man denn hier drehen? Wir drehen die ganze Zeit schon. Boah, zum dritten Mal. Alle guten Dinge sind drei. Vielleicht, ja, jetzt muss der Carsten den noch reißen. Boah, hat diese Yacht einen Drehwinkel? Das ist ja Wahnsinn. Was ist denn ein Drehwinkel? Er wollte nur was mit Drehen sagen. Ich hab einen Kreis gedreht und hab mich gewundert, dass das so einfach ging. Wo seid ihr jetzt abgefahren? Jetzt Werkstatt. Ja, wo? In Richtung Innenstadt. Ja, da, cool. wo das Navi hin zeigt. Ich kenne mich hier nicht aus. Nee, wir sind hier alle neu, Andi. Ja. Jo, gehen also einmal nach rechts und dann sind wir in der Werkstatt. Wunderbärchen. Werkstatt! Wo? Ich kann mich hier einmal an dem Schraubenschlüssel anhalten. Warte. Wie sieht's denn aus mit dem Schaden? So, alles ist möglich. Aha. Nichts ist unmöglich. Andi, wo bist du genau? Mal eben 80.000 Euro Abzug. Oh! Julian, siehst du das? Was denn? Da sitzen Menschen. Wo, warte mal. Vor uns, direkt im Lichtprofil. Da, wo mein Truck hin zeigt. Da sitzen Menschen. Warte. Da sitzen Leute, Menschen. Da sitzen Menschen. Da sitzen ja, Menschen. Menschen! Auf dem Handy rum. Menschen! Echt, nur bei uns. Ihr seid echt. Also das ist, der tippt auf irgendwas rum und der andere sitzt da faul rum und er kratzt sich am Kopf. Das ist voll interessant, also ich kommentiere hier mal in Echtzeit, was da passiert. Also der linkere von beiden vom Truck aus in Fahrtrichtung rechts, der tippt auf einem Handy-ähnlichen Gerät rum und der andere schaut ihm interessiert dabei zu. Der andere kratzt sich am Bein oder was auch immer sich in dieser Höhe befindet, man weiß es nicht genau. Und sie tragen beide einfach stylisch komplett blau. Das ist einfach toll. Hat jetzt keiner gesehen, dass ich über Rot gefahren bin. Das sind Arbeiter.